oder ist sie es nicht? Ist es Melania Trump, die Ehefrau von Donald Trump, oder hat sie für öffentliche Auftritte ein Doppelgänger? Ja, wilde Verschwörungstheorie, oder ist vielleicht doch was dran? Wir schauen uns das mal genauer an. Ist sie es oder ist sie es nicht? Fans von Verschwörungstheorien behaupten, diese Frau, die man vor wenigen Tagen an Donald Trumps Seite sieht, ist nicht die wahre Melania Trump. Dafür gibt es sogar handfeste Beweise, laut zahlreicher Tweets. Die echte Melania würde niemals vor ihm gehen, immer nur hinter ihm. Das ist definitiv nicht Melania. Das ist das schlechteste Melania-Casting. Indiz Nummer 1. Da hätten wir die Haare. Melanias Frisur ist immer perfekt hingeschönt, aber nie ist der Haaransatz zufrieden. Bei dieser Version von Melania dagegen, tja, da sieht man doch sowas wie einen Ansatz, oder? Und auf ihre Hand könnte sie entlassen. Die vermeintliche Doppelgängerin landet in Palm Beach, denn ihre linke Hand, um sich die Haare aus dem Gesicht zu streichen. Bei der Landung in Alabama am selben Tag nimmt die wahre Melania die rechte Hand. Diese Frau läuft und winkt ohne Melanias typische Steifheit. Indiz Nummer 2. Und da wäre noch dieses Merkmal, die Nase. Twitter-User bemerken sofort, die Nasenform sei zu unprofessional. Bei der angeblichen Fake-Melania, hier links im Bild, sind die Nasolabialfalten das Kind irgendwie ausgeprägter. Die Doppelgänger-Theorie kam zum ersten Mal 2017 auf. Damals hatte Trump selbst sich durch dieses Statement verdächtig gemacht und überhaupt erst die wilden Spekulationen ins Rollen gebracht. Meine Frau Melania, die hier neben mir steht, sofort wird getwittert, das würde nur jemand sagen, dessen Frau nicht neben ihm steht. Indiz Nummer 3. Kommen wir zum Händchen. Ein Twitter-User meldet, die echte Melania würde niemals seine Hand halten, denn nur zu gut weiß Trump, was dann druckt. Indiz Nummer 4. Auch die Größe der Doppelgängerin sei entlarvend, denn Melania ist 1,80 Meter groß und dürfte mit Schuhen ihren Ehemann überraschen. Dieses dritte Adlerauge hat festgestellt, diese Person ist viel kleiner als Melania. In den sozialen Netzwerken wird über die vermeintliche Doppelgängerin heiß diskutiert. Einige wollen sogar schon die Identität des Bruders herausgefunden haben. Es soll nämlich der weibliche Bodyguard der First Lady sein. Das Weiße Haus weist die Vorwürfe als absurd zurück